Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu dieser Ausblickfolge und wir wollen schon mal eine ganze Ecke weit vorausschauen. Wir haben die ersten Informationen, was in Update 094 ins Spiel kommen soll. Work in Progress, ganz, ganz wichtig, alles, was wir hier besprechen, kann sich komplett ändern, kann gar nicht ins Spiel kommen, wird abgeändert, wird gecancelt, was immer. Aber wir wollen direkt anfangen. Ihr seht schon, es wird eine neue permanente Tarnung im Spiel geben, und zwar Sowjet oder Sowjetisch, kann man halt so deutsch übersetzen. Und die wird verfügbar sein für die sowjetischen Kreuzer, die nämlich mit Update 094 in den Vorabzugang gehen. Und die sind dann erhältlich halt für zum Beispiel T8, T9, Forschungsbaumschiffe, also Tallinn, Riga, Petropavlovsk als T10, Bagriton T8, Oshakov T8, Mikoyan T5, diese Schiffe werden alle über diese Premium-Tarnung dann verfügen können, also sie sich erspielen können voraussichtlich. Also sie werden dem Spiel hinzugefügt. Ihr wisst ja, wenn so ein Vorabzugang möglich ist, wir haben es jetzt mit den europäischen Ideen so, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist dann relativ hoch. Dafür muss man keine Glaskugel besitzen. Dazu kommen eben diese Kisten hier ins Spiel, ob da auch die Tarnung drinnen sein können, was die für einen genau tieferen Sinn haben, ist zurzeit vollkommen unbekannt. Wie gesagt, es gibt zu dem Thema, zu den Europäern, da gibt es ja auch Kisten, also wird es hier auch irgendwas Besonderes mitgeben. Nächster Schritt ist dann ein neuer Hafen, und zwar wird der Schwarzmeerhafen umbenannt, hier in den Hafen Novorossiysk, denke ich einfach mal dazu ausgesprochen wird, vielleicht, ja, seht es mir einfach nach, ich bin da nicht so fit drinne. Auf jeden Fall wird der ein bisschen überarbeitet, umbenannt und wird den Platz des Schwarzmeerhafens übernehmen. Und der alte Hafen ist wohl noch verfügbar. Über die Modstation kann man ihn zusätzlich dann installieren. Gucken wir mal, wie dieser Hafen sich dann hier so macht, wenn er dann im Spiel so richtig aufrufbar ist. Bei eurer Kamera wird ja dann irgendwo hier unten sein, um das Schiff herum. Also, ja, ich finde aber auf jeden Fall schon mal, ja, hat schon mal eine gewisse Dynamik und so eine gewisse, wie sagt man, Atmosphäre. Das ist das Wort, was ich gesucht habe, nicht Dynamik. Aber ja, finde ich interessant. Passt ja dann auch, wenn man schon mal russische Kreuzer ins Spiel bringt, neue russische Kreuzer, dass man dann eben den Hafen mit verändert. War ja bei den Pan-Europäern so und auch bei den Italienern war das jetzt ja so. Und London wurde ja damals auch überarbeitet, als die britischen Kreuzer reinkamen. Nächstes Foto ist dann das Bild für die Clan-Gefechte. Es wurde verlautbart, jetzt auch während KOTS. Die Clan-Wars finden vom 15. April bis zum 8. Juni statt. Das ist die 9. Saison. Und ja, ihr wisst, CVs sind mit dabei. Erste Mal. Also wird sich wahrscheinlich einiges ändern. Nächster Punkt sind gewertete Gefechte, auch die spielen wieder eine Rolle, aber nicht schon im April, sondern erst im Mai, nämlich vom 20. Mai bis zum 16. Juni wird die 16. Saison der gewerteten Gefechte ausgetragen. Diesmal im Format 7 gegen 7 auf der Schiffsstufe 7. Das ist mal wieder eine ganz coole Sache. Wir sind jetzt mal von T10, T9 waren wir in letzter Zeit und so weiter. Jetzt sind wir mal bei T7, also Scharnhorst, Gneisenau. Und solche ganzen Schiffe sind ja für uns so, ja, recht bekannt. Und auch da wird es dann wieder die Möglichkeit geben, Stahl und so weiter zu verdienen. Bis zu 4.700 Stahleinheiten sind wohl möglich. Weiter geht es dann schon mit den Ingame-Veränderungen. Das Erste, was ihr hier seht, ist das, was vor gut einem Jahr schon mal diskutiert wurde, mit den Premium-Verbrauchsmaterialien, dass es quasi nur noch Premium-Verbrauchsmaterialien gibt, die dann aber kostenlos werden. Also Premium-Verbrauchsmaterialien für alle, wenn man dazu sagen möchte, fürs Volk. Für die Kapitäne in World of Warships, die werden jetzt wohl Work in Progress mit Update 094 dann ins Spiel eingesetzt werden. Was wir hier im gleichen Moment auch noch sehen, hat, ist, dass die Symbole leicht überarbeitet wurden. Wenn das hier Originalgrafik ist, ne, dann seht ihr hier, die Reparaturmannschaft sieht anders aus. Die Flieger sind ein bisschen anders stilisiert und so eine Sachen. Also auch da wird nochmal ein bisschen optisch dran gearbeitet. Ich habe allgemein den Eindruck, dass jetzt mit in World of Warships in diesem Jahr ganz besonders viel nochmal ein bisschen an die Optik gefeiert wird. Veränderungen, die Usability des Clients, also einfach ein bisschen fein getuned wird mit diesen mit Signalflaggen, dass man alle mounten kann und so eine ganzen Geschichten. Wir bewegen uns auf Version 1.0 zu. Ich glaube, dass das alles so kleine Puzzleteile in diesem Bereich sind.
Außerdem wird noch was weiteres hinzugefügt, dafür habe ich jetzt kein separates Foto. Und zwar könnt ihr in Zukunft für Schiffe, die ihr noch nicht im Spiel gekauft habt, also noch nicht besitzt, also Credit-Schiffe zum Beispiel, anklicken und ihr könnt sehen, welche Verbrauchsmaterialien und welche Module ihr auf diesem Schiff eben habt. Ja? Das war ja vorher, stand da immer dieser Text, die müssen dieses Schiff gekauft haben, damit ihr sehen könnt, was da möglich ist. Das wird in Zukunft eben auch nicht mehr notwendig sein, sondern ihr könnt es eben vorher schon sehen. Weiter geht's dann mit Kartenüberarbeitung. Ihr wisst ja, wir haben ja vor einiger Zeit schon angefangen, dass da Karten überarbeitet wurden von World of Warships. Und jetzt kommen eben die neuen Karten dazu. Unter anderem Schlafender Riese, Schleife, Griechenland wird überarbeitet. Crash Zone Alpha wird überarbeitet. Also eine Sachen, die bekommen jetzt eben die HDR-Technologie verpasst, also neue Beleuchtungssysteme mit Licht und Schatten besser, mehr Atmosphäre verpasst einfach. Das wird auch in Update 094 eben weitergehen. Und Karten werden allgemein auch überarbeitet, und zwar vom Design her, nicht nur von der Optik, sondern auch von der Positionierung der Inseln. Hier sind wir in der Karte Schleife und da hatten wir hier immer dieses Gebirge, was so reingeragt hatte, und auch hier hatten wir so eine Felsformation und hier hatten wir eine geschlossene Insel, das ist jetzt offen, das ist ja alles weg. Hier gibt es eine Insel jetzt plötzlich in dem Cap drin, der war vorher gar nicht da, also wird grundlegend überarbeitet. Hat schon fast so ein bisschen was von Griechenland, bloß eine andere Anordnung von den Inseln, finde ich persönlich jetzt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesen Änderungen haltet. Weiter geht es dann auch noch mit der Karte Atlantik. Das wurde ja auch schon von der Ewigkeit mal angekündigt, dass hier oben diese Insel entfernt wird. Jetzt passiert es tatsächlich wohl in Update 094. Ja, wir sind immer noch im Work-in-Progress-Modus, also von daher mit Vorsicht zu genießen, aber auch da soll jetzt hier halt diese Änderung dann endlich mal stattfinden und hier ein bisschen mehr Platz bieten, dass man hier miteinander interagieren kann, also sich gegenseitig bekämpfen kann, sozusagen. Darüber hinaus kommt noch was weiteres zum Tragen, und zwar geht es in den Koop-Modus, und zwar in dem Modus Herrschaft, da wo man Schlachten mit 3 Schlüsselbereichen führt und mit 4 Schlüsselbereichen. Das betrifft wirklich nur den Koop-Modus, da werden die Punkte jetzt erhöht. Man startet ja normalerweise bei 3 Schlüsselbereichen mit 300 Punkten und bei 4 Schlüsselbereichen mit 200 Punkten. Und das wird jetzt eben überarbeitet, weil viele Gefechte im Koop wohl zu schnell vorbei waren und man möchte eben erreichen, dass die Koop-Gefechte jetzt länger dauern. Man packt überall 100 Punkte drauf. Also wenn man in Schlachten landet, die 3 Schlüsselbereiche haben zu erobern, startet man jetzt bei 400 Punkten und für Schlachten mit 4 Schlüsselbereichen wird jetzt statt 200 eben 300 Punkte auf dem Konto stehen auf jeder Seite. Das heißt, es dauert einfach länger, bis die Schlachten dann auf 0 runtergekämpft sind oder keine Gegner mehr existieren. Und dann geht es schon weiter mit neuen Tarnungen im Spiel. Und diese Tarnung, die kennen wir eigentlich schon. Und zwar haben wir vor 2 Ausgaben ungefähr, also vor 2 Ausgaben von der Vorschau für die Updates, schon mal darüber berichtet, dass die Karte, dass die Odin die Karte, die Tarnung hier Nordic bekommen hat. Und jetzt gibt es auch die Aegir. Ja, also man sieht ganz klar, dass das hier nicht die Odin ist. Hier fehlt das Sekundärgeschütz und so eine ganzen Geschichten. Und ja, es sind 3-Rohr-Geschütz und kein 2-Rohr-Geschütz wie bei der Siegfried. Also ist es hier die Aegir, die jetzt auch die Tarnung Nordic bekommt. Interessant ist ja auch in dem Zusammenhang, dass schon in den öffentlichen Streams von World of Warships davon gesprochen wurde, dass es ein Event geben wird, worüber sie noch nicht reden dürfen. Und in dem Zusammenhang auch interessant, hat eben beide Schiffe, also Odin und Aegir, eine ähnliche Tarnung bekommen, also oder eine gleiche Tarnung sogar mit dem mit der Thematik Norden oder Nordisch. Ja, das deutet vielleicht in eine gewisse Richtung. Es ist aber nicht die einzige Tarnung, die hinzugefügt wird, sondern es wird eben auch die Tarnung Recruiting Station hinzugefügt. Die gab ja einen Designwettbewerb und diese Tarnung hier hat gewonnen. Außerdem werden wohl noch 4 weitere einfarbige verbrauchbare Tarnungen hinzugefügt. Während die nordische Tarnung eine permanente Premium-Tarnung ist, ist die Tarnung Recruiting Station und die 4 neuen einfarbigen verbrauchbaren Tarnungen, für die ich jetzt kein Bild habe, eben auch verbrauchbare Tarnungen, die man sich quasi erarbeiten kann, um dann eben die Bonis im Spiel zu nutzen. Ja, und das war unser Ausblick, ja, zu den abkommenden oder neuen Inhalten in World of Warships, die jetzt demnächst dann hier den Weg ins Spiel finden werden, sozusagen. Man kann gespannt sein, was noch alles passiert.
Es ist ja nie immer alles vollständig. Ihr wisst, dass wir noch ein weiteres Video mit Gameplay dann später für das Update 094 für euch vorbereiten. Das ist in 2-3 Wochen dann soweit, wo wir dann auch im PTS für euch unterwegs waren und noch mal ein bisschen was zusammenfassen können. Jetzt ist das erstmal die Theorie und ich wünsche euch einfach viel Spaß weiterhin in World of Warships. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder in den nächsten Livestreams hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Haut rein, euer Seekreuz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.